Eine Premiere am 14. Februar 1981. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich war lange nicht mehr im Fernsehen. Und nach dieser Pause melde ich mich heute mit meiner neuen Show Wetten, dass. Und ich hoffe natürlich, es gefällt Ihnen. Darf ich unseren Gummiwärmflaschenaufbläser zu uns bitten? Da haben sich aber was Hübsches ausgesucht. Nee. Mein lieber Freund. Wow. Ja, ich nehme ihn schon ab. Ja, danke. So. Soll er nicht das Hemd auch ausziehen? Die Sendung ist ein Phänomen. Also, ist zum Straßenfeger geworden durch Frank Elsner. Und wenn Sie heute mal nicht 14 Millionen Zuschauer haben, sondern nur 10 Millionen, was immer noch gigantische Werte sind, dann schreien gleich alle, oh, Wetten, das ist auf dem absteigenden Ast. Nee, ich glaube, die Sendung wird ewig laufen, weil die Idee, die dahinter steckt, ist ganz einfach. Leute machen was Ungewöhnliches und darum ist es unheimlich gut. Also ich oute mich jetzt einfach als Feind der Nation. Ich habe Wetten, das nie gemocht und eigentlich mich immer gelangweilt. Top. Die Wette gilt, Herr Osner. Ob er auch Wärmflasche schreiben kann, weiß man nicht genau. Irgendwann erwartet, dass er platzt und nicht das Ding. Die erfolgreichste Showidee der 80er von Frank Elsner. Auf Platz 4 der erfolgreichste Showmaster aus der DDR. Ein Interpret unserer Stranddisco kommt aus Finnland. Diese Pappnase, die da hinten vorguckt, etwas mit einem weiblichen Wesen. Das bin ich. Was für ein weibliches Wesen, Jörg. Doch. Ach. Mensch, Erna kommt. Erna kommt. Erna kommt wieder mal. Wolfgang Lippert, der Gottschalk des Ostens, hatte bereits vor dem Mauerfall seinen ersten großen Auftritt vor westdeutschem Publikum, der ihm gehörig Ärger einbrachte. Wolfgang, ja. Das wird für Sie nicht so einfach sein, jetzt hier in der Deutschlandhalle den großen Star zu spielen. Da war ich bei Frank heimlich, der große Star in Ihrem Fernsehbereich, ohne die Bosse zu fragen. Eine der größten deutschen Tageszeitungen. Und da gab es eigentlich eine Menge Ärger dann zu Hause, als ich wieder zurückfuhr. Die Tageszeitungen schreiben ja viel. Aber ich würde mich schon freuen, wenn es hier klappen würde. Irgendwie wäre schon schön. So ein Fernsehmoderator, den habe ich noch nicht kennengelernt. Und ich muss sagen, Sie sind ein dufter Typ. Dankeschön. Ja. Ich finde Sie auch nett. Es ist wichtig, dass Ost und West miteinander reden. Ich meine das auch. Und das ist das einzig Gute an der Teilung, nämlich die Mitteilung. Es ist schon eigenartig, auch Lippert jetzt hier zu sehen, wie er beim Klassenfeind im Fernsehen auftritt. Und kurz danach war der ganze Quatsch, der ganze Spuk vorbei. Zum Glück. Auf Platz 3, die große Show für Europa mit dem charmantesten Quizmaster der 80er, Hans-Joachim Kuhlenkampff. Oh! Oh! Ui! Darf ich doch nicht weg? Sag mal! Na, ist doch süß. Oh, das ist sogar geschlitzt. Ja. Mit seinem Charme. Oh, er hat alle Frauen eingekuschelt. Donnerwetter. Ob ich das durchhalte? So, fertig? Los! Dieses Känguru stiehlt uns heute Abend natürlich vollkommen die Show. Das haben wir schon auf den Proben festgestellt. Aber ich gönne es ihm. Was der kann, kann ich nicht. Man sagt ja, er habe eigentlich nie geprobt. Er sei bei der Generalprobe kurz mal reingekommen, habe sich das Studio angeguckt, alle Lampen da, alle Tontechniker da, ist dann wieder gegangen und hat zum ersten Mal dann gezeigt, was er vorhat in der Sendung. So, jetzt geht an Sie die Frage. Ich vermute ja immer noch, dass da der Kuhlenkampff als Känguru verkleidet aufgetreten ist. Auf Platz 2 die Fernsehentdeckung der 80er, Harpe Kerkeling. Unser erstes junges Talent haben Sie ja schon gehört und gesehen. Es ist Hans-Peter Kerkeling aus Recklinghausen. Hans-Peter, was machst du vom Beruf? Ich bin noch Schüler und im nächsten Jahr mache ich das Abitur und danach, ja, dann mal sehen. Die starken Fächer?
starken Fächer sind die Sprachen, die schwachen Fächer sind so Naturwissenschaften und Mathematik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu unserer internationalen Sendung begrüßen und darf nun weitergeben an Radio Italia. Signori, signorina, di baci dari De Cardo, da Sari Migiano di Dari, a Radio Francesca. Bonsoir, mesdames et messieurs, je la porte avec ce d'Orton, à Gébertons de l'Or, bien Gébertons, à Radio Espagne. Das Blöde ist, ich konnte das auch immer gut, diese Akzente nachmachen. Ich habe mich das überhaupt nicht mehr getraut, weil der war so fantastisch. Wenn ich nur wüsste, ob er wirklich die Sprache spricht. Das stimmt ja nichts, weil diese Sprachen, es ist ja wirklich nur die Phonetik, die stimmt. Alles andere ist ja wirklich ein Kauderwelsch von irgendwelchen zusammengeworfenen Worten. Kopenhagen. Und was willst du mal werden? Ja, das, was ich also jetzt also hier versucht habe zu machen, das möchte ich später auch hauptberuflich machen, eben Kabarettist oder ja, eben irgendwie in Showbusiness. Dein Programm ist, glaube ich, jetzt schon 2 Stunden? Ja, das Programm dauert jetzt schon etwas über 2 Stunden mit Songs, Sketchen, dann auch viele Dialekte so drin. Also ich versuche es möglichst vielseitig zu machen. Ertopping, Skrölle, alle alte Häschking, harte verdrücket. Im Pokem, in Hörsking, Fürger, Skorting, Ertöge, a Radio Finnland, Helsinki. Hatte meine Hemmele per Kume, der meine Hemmotune mede, gade me Hanu Hüwe, drage me Hando, Radio Sowjetunionska. Harpe ist ein Phänomen. Was Harpe anfasst, wird irgendwie zum Erfolg. Oder wenn er mal Misserfolg hatte, dann vergessen wir das einfach. Istanbul. Il bilgiler ütschig bin aden schlachten gülgül, harben ülbehen gülbe der dünholben, a Radio Great Britain. Und wie dünn der war. Wie dünn er war damals. Hat ganz schön angesetzt, der Happe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf nun in Studio 6 geben zum Talentschuppen. Und Platz 1 für die schönste Nonsens-Show der 80er. Plätze fertig, Schluss! Meine Unterhose lassen Sie nicht an, aber tippen. Das ist schön, der ist am Rücken so haarig wie von der Lippe am Kinn. Hier ist der Hüftgürtel. Sehr schön, hinein. Das war Kindergeburtstag, ne? Jürgen von der Lippe war eigentlich immer derjenige, der Kindergeburtstag gemacht hat. Das fand ich, und den finde ich auch ganz großartig. Kommen Sie zurück, kommen Sie zurück. Hier ist Ihre Perücke. Und jetzt kommen die Strümpfe. Das sieht schon sehr, sehr gut aus, ich versichere. Damals hast du dich als Kandidat halt zum Obst gemacht, aber auf eine sympathische Art und Weise. Heute gehst du zu Superstars und wirst gleich zum Volltrottel der Nation. Das war damals echt anders. Das war einfach freundlich. Danach fühlte man sich irgendwie, ach, okay, und bettschwer. Man ist ins Bett gegangen und man musste keine Probleme mehr wälzen. Das war so Donnerlippchen. Im Geschichtsbuch der 80er nun eine Kindergärtnerin. Es ist der 29. Juli 1981. Die Hochzeit des Jahrhunderts. $750 Millionen Menschen in 58 Ländern sehen dabei zu, wie die erst 20-jährige Lady Diana den Thronfolger Englands heiratet. With this ring, I thee wed, with my body, I thee honor, and all my worldly goods with thee I share, all thy goods with thee I share. I pronounce that they be man and wife together, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Den Kuss, den Prinz Charles in der Kirche vergessen hat, holt auf dem Balkon nach.